In der Altstadt von Ragale kann man die Pfarrkirche der Heiligen Maria des Paradieses bewundern, die 1743 vom schrecklichen Erdbeben zerstört und auf den Resten des vorherigen Gebäudes errichtet wurde. Die Kirche wurde im Jahr 1756 von Mastro Domenico Saracino aus Martano erbaut. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde sie wegen des beträchtlichen Bevölkerungswachstums und Strukturproblemen restauriert. Die Restaurierung dauerte von 1908 bis 1912. Nur einige Reste des Gebäudes sind heute erhalten, darunter einige byzantinische Fresken, die die Seitenwände verzieren. Die Sakristei ist vom kulturellen und historischen Gesichtspunkt aus gesehen sehr wichtig. Sie kann sogar als ein kleines Museum betrachtet werden. Im Museum werden römische, byzantinische, venezianische Münzen aufbewahrt, die während der Restaurierung gefunden wurden. Es gibt noch andere Gegenstände, die an die antike Vergangenheit erinnern.